So, jetzt bin ich wieder live. Ich hatte gerade ein Gespräch, mit dem Polizeisprecher. Er wollte sich aber nicht so recht äußern zu dem Verfahren mit der Beate Bahner zum Beispiel. Und ich hatte ihn gefragt zu diesen Gegendemonstranten. Er meinte, der stört nicht und er würde das dann nochmal neu bewerten. So habe ich ihn verstanden. Ja, also muss ich jetzt gehe ich mal wieder raus und ich werde hier. Habe jedes Mal Angst, dass du mir eins in die Fresse hauen hier. Ja, weil ich werde ja nicht geschützt. Und das Interessante ist, also die Polizei ja sowieso immer, ja. Aber dann auch in Interviewsituationen, ja, das finde ich immer sehr interessant, ja. Also, das gucken wir jetzt mal hier. Das ist der Polizeisprecher, der hier. Nee, das war nicht der Polizeisprecher, aber das, er war vorher hier. Oh. Das ist, glaube ich, die andere Presse gewesen, ich weiß es nicht genau. Und hier wird immer gesprochen, dass die Nazis raus wollen. Gehe ich mal. Also nochmal. Bist du, bist der Spieler. So, jetzt will ich nochmal in Ruhe. So. Will ich noch mal in Ruhe sprechen. Also, ich hatte vorher eben ein Gespräch mit dem Polizeisprecher. Ja. Das will ich noch mal rekapitulieren. Also ich durfte es nicht aufnehmen. Also andere Leute dürfen Gespräche mit den Polizeisprechern aufnehmen. Ich darf es nicht. Und ja, woran das liegt, tja, weiß man nicht. Also ich hatte ihn zum einen gefragt, wenn hier die Gegendemonstranten sind, ja, da hatte ich gefragt, wie ist das, die Störung der Versammlung, ist es nicht auch eine Straftat? Und hat er irgendwie so zurückgefragt, als ob er den Paragraphen nicht kennen würde, ja, Störung einer Versammlung. Und ja, was soll ich sagen, er würde das dann neu bewerten, wenn sich jemand beschweren würde. Angeblich hat sich noch niemand beschwert, also das ist jetzt aus meiner Erinnerung, ob er das jetzt so gesagt hat. Er hat sich ja leider nicht, er hat ja kein Gespräch, es war ja keins möglich. Ich habe ja übrigens auch, jetzt habe ich es gerade weggepackt, hat ja der Polizei ja auch ein Schreiben auch geschickt. Da muss ich jetzt gerade mal schauen, auf die sie allerdings keine Antwort gegeben hatten. Moment, von wann war die E-Mail? Moment. Am 19. April und da gab es keine Antwort. Und jetzt hatte ich mal jemanden erwischt. Ist es jemand zu mir gekommen, endlich. Und ja, jetzt hinter mir sieht man auch, es wird alles aufgenommen, aufgezeichnet, ja. Und das Gespräch, ja, es ist wirklich absolut lachhaft. Also ich hatte ihn gefragt, wegen was war denn auch, das andere Thema war wegen Beate Bahner. Sie wurde ja am 15.04. ins Präsidium bestellt und habe ich nochmal gefragt, wegen was wurde sie denn eigentlich nochmal bestellt ins Präsidium? In der Zeitung war ja zu lesen, weil sie eine Demonstration angemeldet hatte. Ja, und da hat er mich verwiesen auf die Staatsanwaltschaft. Also er wollte keine Auskunft geben, noch nicht mal zu dem, was bereits veröffentlicht wurde. Also ich meine, das einzige Vergehen war ja, sie hatte zu einer Demonstration aufgerufen. Das war ihr Vergehen. Und wir erinnern uns nochmal, die Corona-Verordnung, die besagt ja Paragraph 3, dass Versammlungen generell verboten sind und ausnahmsweise ist das Sondergenehmigung notwendig, falls wir uns doch versammeln wollen, in Paragraph 3 Absatz 6. Ja? Und das immer wieder, jede Woche wird hier neu gegen die Grundrechte verstoßen. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt am 16. April, dass Versammlungen generell erlaubt sein müssen. Allerdings hält sich die baden-württembergische Regierung nicht an dieses Gerichtsurteil regelmäßig nicht. Und jedes Mal schreibt sie, ich zitiere, ausnahmsweise Grundrechte, Zitat Ende, ausnahmsweise, Ausnahme war das Wort, die Grundrechte der Versammlungsfreiheit wahrgenommen werden können. Ja. Und jetzt schwenke ich nochmal hier rum. Also, wie gesagt, also diese Leute, ich habe gerade den Polizeisprecher gefragt, diese Leute hier angeblich, sie stören, danke an Hartmut,
Diese Leute hier drüben, die stören angeblich nicht die Versammlung. Allerdings die Gegenversammlung, wie eng die hier beieinander steht, das will ich hier mal festhalten. Ja. Das will ich nochmal festhalten, wie eng sie hier beieinander stehen. 1,50 Meter Abstand. Okay, Nationalismus, also Parolen, keine Diskussion erwünscht. Ja. Ich gehe nochmal raus. Also wie gesagt, zur eigentlichen, muss ich nochmal hier, das ist ein Hin und Her mit diesem blöden Mundschutz. Ja. Es ist auch total lächerlich, ja. Nochmal hier. Jetzt, vielleicht gebe ich euch doch noch mal ein bisschen was von der Demo. Erstmal. Das will ich jetzt gerade mal hier mit meditiert mit 1,50 Meter Maßband. Jetzt muss ich gerade mal husten, aber es ist, weil der Hals so trocken ist. Also man sieht hier, es ist viel mehr los wie sonst. Danke, Waldemar. Dass er dieses Geld nicht nur an Non-Profit-Organisationen spendet von seiner Stiftung, sondern das wandert an For-Profit-Institutionen wie GlaxoSmithKline und die ganzen anderen Pharmahersteller, wo der Herr Gates Aktien besitzt. Deswegen tritt er auf, reicht die Weiß vor die Kamera und sagt, es tritt keine Normalität ein, bevor nicht 7 Milliarden Menschen geimpft sind. Ihr könnt das Video. Ja, also ich will jetzt mal hier auch mal sagen, dass meine, also ich will jetzt gerade mich auch nochmal zeigen. Also ihr seht jetzt hier, meine Brille ist zum Teil total beschlagen, also ich sehe kaum was. Also ich muss die ab und zu mal abnehmen, ja, weil ich sonst über meine eigenen Füße stolpere. Das wollte ich jetzt hier nochmal festhalten, ja. Das ist hier das Leben eines Live-Reporters. Er sieht nichts mehr und ja, ihr seht die Brille, ja, mal ganz nah, ja. Also ab und zu muss ich dann doch mal den Mundschutz runternehmen, damit die Brille wieder oder ohne Brille sehe ich. Okay, das können wir auch, dann stoße ich aber auch. Ich bin sehr kurzsichtig, will ich auch noch mal festhalten, ja. Also apropos, jetzt höre ich gerade das Stichwort hier von jemandem, Einschüchterung, ja. Sie können jetzt wieder runter, also wirklich ekelhaft hier mit dieser Maske. Achtung, muss ich vielleicht meinen Rucksack mal was zu trinken rausholen, wenn man so viel quatscht. Okay, XY gelöst. Keine Zeit, was sagst du? Ja, also jetzt kann ich tatsächlich Zeit ein bisschen... Ah, jetzt hier ist was los, okay? Hier wird die Polizei. Okay. Ja. Ah. Also, darf ich mal kurz fragen? Die Polizei hat gerade gesagt, das würde nicht stören, diese Gegendemonstranten. Deshalb unternehmen sie nichts. Also, ich finde es störend, dass man die, wovon er redet, ja. Okay. Nichts okay. Ja, okay. Also, dann werde ich nochmal die. Oh. Der Schutz ist nur für die anderen nicht so als selbst.
Desinfektionsmittel, keine verschärften Desinfektionsmittel. Aber ich sehe alle mit dem Mundschutz rumlaufen. Das heißt, die lachen tausendmal an ihrem Mundschutz. Jetzt muss ich was trinken. Frosch im Hals. Die lachen einfach alles aus. Aber ja, ich bin live. So, nee, komm her. Gehörst du zur Organisation? Ja. Ja, dann habe ich was. Habe ich eine Frage. Ich wollte eigentlich gerade was trinken. Und zwar, ich habe gerade mit der Polizei gesprochen. Sie sagte, dass die Gegendemonstranten ja nicht stören würde. Nein, stimmt. Also dann musst du zur Polizei gehen, dann gehe ich jetzt mit dir zur Polizei. Hast du getan? Und was haben sie dann gesagt? Was haben sie denn gesagt? Er hat das Megafon wahrgenommen und angeblich, würde das nochmal neu bewerten, ja. Dann, wenn irgendwie nochmal, also er lässt die, ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, Störung einer Versammlung, da hat er so getan, so habe ich verstanden, als ob er das nicht kennt, ja, dieses Gesetz, also so habe ich es jetzt verstanden. Also, aber du hast dich jetzt darauf aufmerksam gemacht. Ich habe den darauf aufmerksam gemacht, dass eine Dame unserer Ordnerinnen belästigt wird und von einem etwas älteren Herrn aus der Gruppe raus beleidigt wird und es ist nichts passiert. Ja, okay. Okay. Also ich hatte vorher ein Gespräch mit dem Sprecher der Polizei und da hieß es, die stören ja nicht. Ja, deshalb greifen sie auch nicht ein. Und es wäre auch keine Beschwerde eingegangen. Das weiß ich aber gewiss, dass angeblich keine Beschwerde eingegangen war. Das war allerdings vorher. Nee, also ich habe mich definitiv beschwert, dass auch die Ordnung. Okay. Und hast du dich beschwert auch über die Lautstärke da vorne und die stören die Versammlung, ja? Ich habe mich allgemein gestört gefühlt, was die eine von unseren Ordnern angesprochen wurde und als Nazi tituliert wird. Okay, gut. Ja, okay, dann danke. Also dann mache ich nochmal einen Versuch, was zu trinken. Ja. Okay. Moment. So, jetzt, das ist total spannend, jetzt jemanden zum Trinken zuzuschauen. Aber das ist das Leben eines YouTubers. Es ist kompliziert. Und jetzt habe ich gehört, man darf hier nicht mehr mit Maske, ohne Maske, aber so ist das. Ja, weil bei jedem leisen Husten ist ja auch das Problem. Man soll ja auch, das ist die Versammlungsauflage, dass alle gesund sein sollen. Allerdings, was ist mit denen, die Heuschnupfen haben? Ja. Wie unterscheiden Sie das? Ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Papaya dabei hätte, dann wäre die womöglich auch Corona infiziert, wie der tansanische Präsident es herausgefunden hat. Er hatte eine Papaya eingeschickt, um die zu testen, ob sie Corona hat. Und sie wurde auf positiv getestet. Aber das wisst ihr vielleicht alle schon. Ich habe ja sehr gut informierte Abonnenten. Jetzt muss ich den Rucksack zumachen. So, also jetzt ist gerade ein bisschen Ruhe wieder hier. Aber ich weiß, ich bin mir immer unsicher, was wollt denn ihr? Wollt ihr lieber die Chaoten sehen oder lieber die Reden sehen? Aber die Reden, die würde ich nochmal nachschieben. Also so ist der Plan. Die Reden würde ich nochmal nachschieben. Und wie bewerte ich das? Ah, jetzt. Sag doch mal, jetzt sehe ich auch den Chat nochmal. Ist aufregend hier, ja, quasi. Ich will jetzt hier niemanden extra drauf machen. Deshalb geht das so ein bisschen hoch, weil da muss ich Vorhang zu bei Nazis steht jetzt hier zum Beispiel. Geh zu den Zecken, sagst du. Findet ihr das auch? Soll ich zu den Zecken gehen? Also guck mal, wie voll das hier ist. Ist relativ voll, also es werden immer mehr Leute. Und das hatten die auch, die Faschisten hier, die sich Antifaschisten nennen. Die hatten das auch wahrscheinlich vorausgesehen. Ja. Also,
hier, die wollen jetzt hier nicht gefilmt werden hier. Hier, da vorne am Polizeiauto. Man weiß es nicht. Stuttgart sind 50.000. Ja, ist es. War doch die Auflage nur 10.000. Wollen die jetzt 40.000 verhaften oder was? Also, sag nochmal, was ihr euch wünscht. Die Reden oder Strafgesetzbuch schreibt Team Calico, Nötigung. Also jetzt schauen wir mal nochmal, ob das Megafon irgendwo zu sehen ist. Also das stört angeblich niemanden, da hieß es zuerst, aber natürlich stört es ja hier diese Leute und sie haben keinerlei Argumente, das Grundgesetz hochzuhalten. Ja. Das einzige Argument war mal da hinten, einer von denen da hinten, ich tue mal hinzoomen, ja, da war da hinten sei irgendjemand, der sei Nazi. Ja. Aber wer das genau war, da, das konnte ich leider nicht ausmachen. Und er war auch kurz angebunden. Ja. Also ich weiß nur, also wie gesagt, der Versammlungsleiter, ich wiederhole das nochmal, ich hatte am ersten Stream hatte ich den Versammlungsleiter, Störung genehmigter Demonstration, der Versammlungsleiter, dessen Demo war, seine letzte Demo war 1982 oder da hat er demonstriert. Also es ist schon wirklich eine Ecke her. Also es ist fast 40 Jahre her gegen Pershing 2 Stationierung, daran kann ich mich auch erinnern. Jetzt ist das seither seine erste Demo, ja. Antifa hat Kohle bekommen. Also jetzt will ich aber nicht provozieren, sind sie gerade so schön still hier. Und das ist interessant, ja. Ich will das hier mal einfach. Ah, jetzt geht's wieder los. Also es stört angeblich nicht. Und die Polizei, die steht hier und tut nichts, ja. Tut nichts, ja. So. Jetzt bin ich wieder mit Dings, ja. Aber es ist ja wirklich lächerlich. In Stuttgart darf man demonstrieren ohne Maske, aber hier nur mit. Also das stört hier angeblich nicht, ja. Orwell 1984. Jetzt zeig mal deinen Regenschirm. Okay, also get up, stand up for your right. Okay, und direkt daneben die Herrschaften von der Polizei. Okay, und dahinter nie wieder Krieg. Nationalismus aus den Köpfen! WHO! 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 Also, jetzt muss ich mal fragen. Jetzt muss ich mal fragen, jetzt habe ich ein technisches Problem. So. Seid ihr also, wenn ihr gegen Nationalismus seid, seid ihr für die WHO? Seid ihr für die WHO? Ja. So besser? So besser? Wir wissen, dass ich zu versammeln. Ich bin in Presse, aber gut, ich schieße mal an. Ja. Wie ist das zu vereinbaren mit dem Vermummungsverbot? Gut, okay. Sagt Ihnen das Remonstrationsrecht und Pflicht was? Da ist der Metallbügel oben drin für die Nase. Also an den meisten Teil hier oben. Da ist ein Metallbügel drin, den kann man für die Nase machen. Oder so. So, also vielen Dank. Also die Polizei hat mir gerade geholfen, den Mundschutz nochmal anzulegen. Ich habe ja wie gesagt immer Probleme hier, weil meine Brille sehr beschlägt. Und außerdem habe ich Heuschnupfen, da ist es immer schlecht. Deshalb muss ich es ab und zu mal abnehmen. Also man sieht das auch. Moment. Also jetzt hätte ich es angeblich, jetzt zeige ich das mal. Also ich darf also keine Brille, also ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt. Also ihr seht das, ich,
Jetzt beginnt durch mal die Brille abnehmen, ja. Jetzt ist auch von der Seite. Ah nee, warte mal, das ist jetzt was anderes, okay. Ach Gott. So. Gut. Wim. Seid ihr noch nicht am Enten? Darf ich euch filmen? Ich bin live. Ja, darf ich filmen? Kein Problem. Ja, also. Ihr zeigt Gesicht für das Grundgesetz und. Nee? Das ist im Grundgesetz so eine Sache, weil es die Bundesrepublik. Ach so, oh nee, dann haben wir ein Problem. Also für Grundrechte aber schon. Ja, auf jeden Fall. Für Grundrechte, okay. Grundrechte, okay. Aber halt für Garantierte, weißt du, und nicht für dieses BRD. Aber jetzt wollte ich euch mal fragen, wegen, weil die Leute hier mögen Nationalismus, was denkt nicht? Und was denkt ihr denn? Mögen die dann eher WHO und UNO und so weiter, also die Weltregierung? Ganz ehrlich, diese echt sehr laubtüge Menschen haben sich nicht informiert vorher. Nein, das war nicht. Achso, da ist das Mikro. Also die Menschen, ich denke, die Menschen sind nicht wirklich informiert, die hier ganz laut rufen, Nazis raus und klar. Das sind bezahlte Soros-Kinder. Also, ich meine, die sind sowieso nicht informiert. Das hat man bei der Klimakrise gemerkt. Ja. Das merkt man bei Fridays for Future. Das merkt man jetzt, die haben doch gar keine Argumente. Das sind 3-4 Sätze, die sie ausspucken und das war's dann. Also wenn Sie jetzt gegen Nationalismus sind, also, dann frage ich mich, sind Sie für die WHO? Patriotismus ist was Gutes. Und wenn jedes Land Patriotismus betreibt im friedlichen Austausch miteinander, ist die ganze Welt friedlich. Okay. Ja. Aber die WHO und Globalismus hat sie zerstört, hat die Umwelt kaputt gemacht, hat die Menschen gegeneinander ausgespielt, hat uns unsere Rechte faktisch genommen, hat Zentralisation geschaffen, kann nicht gut sein. Und wie empfindet ihr das? Findet ihr die Gegendemonstranten störend oder nicht störend? Weil ich habe gerade den Polizeisprecher gehabt, der sagte, das würde nicht stören und es hätte sich auch noch niemand beschwert. Mehr als stören. Das ist doch, eine praktische Verweigerung der Meinungsäußerung, wenn die einfach immer nur gegenbrüllen. Okay, das wollte ich nur mal festhalten. Danke. Bitte. Danke für Ihre Arbeit. Wim, Wirtschaft, Information, Meinung. Wirtschaft, Information, Meinung. Sei einer von den 24.000. Wo findet man denn Sie? Wirtschaft, Information, Meinung auf YouTube. Wirtschaft, Information, Meinung. Sei dabei. Alles klar. Wim live. Also, jetzt bin ich wieder mit. Jetzt muss ich wieder. Also, ich bin jetzt gerade reingetreten aus Versehen, aber jetzt mal wieder ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt machen soll. Moment. Also es ist ja schwierig technisch. Also ich meine, Brille beschlägt ständig. Ich kann ja gar nicht ordentlich arbeiten. Ich muss Dinge ablesen, ja. Und die Brille beschlägt ständig. Aber das haben alle. Und und jetzt versuche ich das nochmal, das Ding anzulegen, dass wir alles. Okay. Moment. Also, warte mal, bleib ich draußen, jetzt weiß ich gar nicht, wie das ist, ohne Mundschutz hier draußen rumlaufen, aber innerhalb der Begrenzung darf ich nicht, oder muss ich den Mundschutz dran haben. Es ist so langweilig hier mit den Schreihälsen hier. Es ist wirklich. Also es schaut mal, wie eng die beieinander stehen hier, außerhalb der Versammlung. Schaut mal, das sind die ganzen schwarz Vermummten, die sich selbst. Ja, schaut mal. Sieht man also, wie eng die beieinander stehen. Ja, also wirklich eng, dicht an dicht. Ja. Und zwar eben die Gegendemonstranten. Das halten wir mal fest. Und hier die Regionalpresse
direkt am Polizeiauto halten wir auch mal fest, die ganze Zeit stehen sie da. Hat vielleicht was zu bedeuten, vielleicht eher nicht, weiß ich nicht. So, jetzt, ich kriege hier hinten kaum was mit. Gut, die Lautstärke ist etwas schwach. Da gab es auch jemanden, der was angeboten hatte, dass wir da noch lauter werden können. Stehen Sie Spalier? Ob ich da überhaupt darf? Ich weiß gar nicht. Ich probiere mal, wenn ich nicht angesprochen werde. Also, vorhin bin ich ja angesprochen worden, das ist erstmalig. Dass wir Winter 2017, 18 20, über 20.000 Grippetoten in dem Winter hatten. Ich kann mich nicht erinnern, also ich bin jetzt vielleicht auch schon ein bisschen dement in die Jahre gekommen. Aber ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, dass ich einen Mundschutz hatte. Und die Schwachen, die wir wirklich ja haben, also ich habe auch Freunde, die ganz zu Recht daheim bleiben. Die sagen, hier das Risiko für mich als, ja, vom Immunsystem geschlecht. Also ich will nur mal mich zeigen, ich habe jetzt Mundschutz an, habe jetzt die Brille abgenommen, ich bin jetzt blind wie ein Maulwurf quasi. Jetzt gehe ich wieder in die Versammlungsfläche rein, jetzt schauen wir mal, wie viel wir hören vom Redner. Und ich bin noch nicht mal weit weg, also man hört es kaum. Und jetzt bin ich quasi, jetzt gehen wir auf die Mitte des Platzes. Es ist ein Viereck, ja. Jetzt gehen wir mal hier vor. Bin ich jetzt quasi auf der Mitte auf dem Platz. Ich glaube ungefähr, genau ziemlich in der Mitte. Okay. Also, ja, aber innerhalb der Kürze, ich war am 11. März.
am 21. und am 22. kam das Gesetz, also diese, ne, Kontaktsperre. Und dann hat man es genau gesehen. Und wir funktionieren. Wie schnell geht denn das mit unserer Psyche? Das frage ich mich. Das frage ich mich wirklich. Und ich würde mich wirklich engagieren. Aber wie kann ich mich wehren, nicht impfen zu lassen? Wie kann ich mich wirklich wehren, wenn ein Gesetz kommt, ich habe einen behinderten Sohn, dann heißt es vielleicht, ja, der muss sich trotzdem impfen lassen, obwohl er ein ganz schwaches Immunsystem hat, aber ist vielleicht eine Gefährdung für die Gesellschaft, wenn er ein Virus hat. Was mache ich dann? Wie wehre ich mich wirklich? Naja, ich bin eine praktische Frau. Also, jetzt habt ihr mal... Seht ihr mal, wie viel, was hier los ist in Heidelberg? Ich habe so viele Leute angerufen. Alle schicken sie die blöden WhatsApp, ja, die Verschwörungsdinger. Heute so, morgen so, übermorgen so. Aber wenn jemand sagt, bitte komm doch mit, ach nee. So ist es nämlich. Wo sind die Leute, ja? Meckern kann ich immer. Fertig. Also Leute, klar, irgendjemand hat jetzt die Demo. Vor drei Wochen waren 100 Leute da, letzte Woche waren 200 bis 400 Leute da und wirklich auch ein riesiges Kompliment an die Polizei, dass es hier sehr, sehr friedlich schon seit drei Wochen so abläuft und ablaufen darf. Und ich bin begeistert von jedem Einzelnen, der einfach die Schnauze voll hat, weil einfach so viel gelogen wird, die Politiker schon ihre ganzen Zahlen nicht mehr wissen, dass man auch nicht andere Verschwörungstheoretiker wie den Professor Klaus Büschel oder andere von der Schwindelambulanz, den Bodo Schiffmann beispielsweise, dass man die nicht dazu konsultiert, wenn man schon nicht mal weiterkommt, dass man sich Hilfe holt. Und ich sag euch, da hinten auch, mit meinem Migrationshintergrund und wenn ich hier in die Zuschauer sehe, dann sehe ich auch ganz viele mit Migrationshintergründen und ich bin garantiert nicht rechts oder Nazi oder sonst irgendwas. Und bei der ganzen Sache hier geht es um ein Grundrecht, um ein Grundgesetz. Und dann ist wirklich scheißegal, ob jemand links, rechts, Mitte, was weiß ich, wo läuft. Es geht ums Grundgesetz. Also der Mann, der hier das Megafon hält, ist der Anmelder. Das ist seine erste Demo seit 1982. Und da kenne ich auch den Artikel 20, dass wenn die Polizei den Eid darauf geschwört hat, dass wenn das nicht eingehalten wird, dass das Volk dazu in der Lage ist, Widerstand zu leisten. Und es ist meine dritte Demo schon seit drei Wochen und ich war noch nie politisch engagiert, aber jetzt platzt mir echt der Arsch, ich sag's euch. Und an dieses ganze Gesundheitssystem, da möchte ich wirklich an ZDF hat wirklich eine sensationelle Sendung, es nennt sich Die Anstalt, ich schaue die Videos auf YouTube an. Gebt es mal ein, wie das Gesundheitssystem allein in der letzten Folge, wie das einfach niedergewirtschaftet wird von der Bertelsmann Stiftung, die ihre ganzen Netzwerke hat und allein die ganze Pressefreiheit. Ich sage euch, da kommt, das so viel kann ich gar nicht kotzen. Ich sag's euch echt. Okay. Danke, dass ihr alle da seid. Ja, ich muss hier noch rumschwenken. Ich wollte jetzt nicht reinquatschen. Und viele Leute. Jetzt nehme ich hier mal die Abkürzung nochmal. Ich zeige mich jetzt nochmal hier, also mit diesem blöden Mundschutz. Also wie gesagt, ich habe die Brille jetzt abgenommen. Ich glaube, den wird es langweilig hier, den Antifanten. Nee, das ist immer noch da. Aber wenn die gegen Nationalismus sind, da frage ich mich, sind sie für die WHO oder für wen sind die? Ja, aber das ist schwierig. Ich meine... es ist sinnlos, mit denen zu sprechen, aber ich vielleicht soll ich es nochmal versuchen. Ich glaube, die hatte ich schon mal hier. Also, ich frage jetzt einfach nochmal. Ja, also, vielleicht
Ich soll Sie noch mal fragen, ob Sie für die WHO sind. Ja. Aber eben haben Sie gerade einen Blockwatt. Sie hat gerade einen Blockwatt gegeben, die Denunziation. Die ja. stehen zusammen. Ja, aber hier, guck mal, die zusammenstehen hier. Guck mal. Ja, Nationalismus raus aus den Köpfen. Okay. Nationalismus raus aus den Köpfen. Okay. Und was stattdessen? Nationalismus raus aus den Köpfen. Lügenpresse! WHO! Was jetzt? Nationalismus? Was steht denn, was denn lieber? WHO? UNO? Was denn jetzt lieber? Lieber die WHO als Nationen? Was wollt ihr? Wollt ihr die Welt? Seid ihr für die Weltregierung? Nein, also, okay. Wir sind für die im Auftrag der Rothschilds und wollen die NWO durchsetzen. Dazu haben wir allerdings auch Sex von den Bilderbergern und von anderen mächtigen Juden. Ja, das ist so das, was wegen mir stehen. Also okay. Wir sind für Merkel und Reptiloiden sind wir auch noch. Für Merkel und Reptiloiden seid ihr. Das auch ist noch. Ja interessant. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Bin ich dagegen. Außerdem okay, seid ihr jetzt für den Internationalismus? Ja, wenn ihr hier steht, dann müsst ihr euch schon filmen lassen. Also, was seid ihr vielleicht? Für was seid ihr, wenn ihr gegen Nationalismus seid? Für was bist denn du jetzt? Du mit der Brusttasche da. Bist du für WHO? Du bist für verpiss dich. Ja. Okay. Also Argumente kommen hier keine, überhaupt keine. Also das war jetzt der letzte Versuch heute mal. Sinnlos. Also für gegen Nationalismus, aber für was sie sind, sagen sie nicht. Also, ich glaube, ich mache jetzt so langsam Schluss hier. Wenn wieder was ist, dann schalte ich mich wieder rein. Es gibt dann im Nachgang nochmal Videos. Ich habe gerade versucht, das Publikum zu reizen. Ich halte mal auf den drauf. Wie was? Das Publikum, damit er... Was ist das, Rauch? Oder was macht der da? Das ist einer von der Antifa. Ja, was macht der? Der reizt das Publikum. Der mit dem, mit der Kopfbedeckung? Ja. Da ja. Ja. Herr Niebel, Frau Blank, Dankeschön. Guckt euch jetzt der, der das ins Netz stellt und uns anprangert. Viele Grüße an den Thomas, falls du live bist irgendwann. Ich bin live. Ach, du bist schon live. Ich bin live. Darf mich aber auch. Bitte? Ich bin nicht mehr im Bauer-Team im Moment. Wo bist du denn? Ich bin auf Wim, selbstständig. Ach, selbstständig? Ja. Ich hab dich vorige Woche gesehen. Ja, ich war marginalisiert und jetzt habe ich mehr Redezeit. Und dieser Typ da, das sind solche, die filmen die Leute und dann werden sie angeschissen beim Arbeitgeber. Ich könnte kotzen, ich komme aus der DDR nämlich, ich weiß, wie es war. Okay, darf ich kurz dich filmen? Oder? Du kannst mich ruhig filmen, ja. Ruhig. Mach das. Also, du bist ja schon quasi, wir können auch auf die Füße halten, wenn du willst. Ja. Du kannst mich auch ruhig filmen. Ich habe gar nichts zu verbergen. Also, da. Dann sag doch mal, ich will jetzt mal die blöde Maske, den Scheißdreck, Maske hier runter. Gut, das habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Also, hast du den gerade gefilmt, den Typen? Ich bin jetzt gerade eben hinterhergelaufen und ich hatte vorher die Polizei gesprochen, den Polizeisprecher. Das würde nicht stören, haben die behauptet. Was würde nicht stören? Das würde nicht stören. Dass er rumläuft und dass er Fotos macht von mir. Die Lautstärke würde nicht stören. Würde nicht stören, ja. Solche Typen, die Leute filmen und dann ins Internet stellen, so wie Jan Böhmermann, der dann die Leute komplett drangsaliert und anschwärzt, weil man auf einer Liste von Vera Lengsfeld stand. Es ist eine Riesensauerei, was hier abläuft. Und ich kenne das alles aus der DDR. Ich habe 25 Jahre da gelebt und habe 13 Monate dafür sitzen müssen, weil ich republikflüchtig war. Ich wollte von Ostdeutschland nach Ungarn in die BRD. 1983, man hat mich verhaftet. Und ich habe 13 Monate dafür gesessen und ich würde es jedes Mal wieder tun. Für meine Freiheit auf die Straße gehen und ganz normal dafür kämpfen. Für die Kinder, für die Enkel. Ja, und jetzt sagen die ja, ich bin wirklich, man sieht es mir jetzt nicht an, ich bin jetzt auch noch im Bild, gerührt, bewegt. Ja, es ist, weil die rufen. Weißt du, was du weißt ja, was die rufen. Ich höre es nicht, Antifaschista, es ist lächerlich. Das war früher aber in der DDR genau.
passiert, wenn das Konzert war von Barclay James Harvest am Brandenburger Tor, dann wurden die Leute drangsaliert, dann wurden die Leute niedergeknüppelt von der Stasi und deren Helfershelfer. Und das ist heute genau, Regierungserfüllungsgehilfen, ganz einfach. Da braucht man nichts sagen, da braucht man auch nichts zu diskutieren, das ist so. Ich will jetzt nochmal sagen, wo wir jetzt hier stehen. Wir sind jetzt ungefähr in der Mitte, da vorne ist die Versammlungsleitung und da sind die Gegendemonstranten, die nicht entfernt werden. Also angeblich stören die nicht. Die stören nicht, ja, ja. Angeblich stören die nicht. Ja, mich stören sie auch nicht. Ich meine, solange sie mich körperlich in Ruhe lassen, ist mir das egal, wenn die Polizei mich abführt. Ich habe ja den Eindruck, dass das eines Tages auch die Polizei merkt, was hier los ist. Das war bei der Volkspolizei übrigens genauso. Die Volkspolizei hat irgendwann erkannt, als 100.000 in Leipzig auf die Straße gingen, dass da kein Staat mehr zu machen ist. Und dann kippt es. Und das wird hier genauso kippen. Ich habe das im Gefühl, ich bin 61 Jahre alt, ich kann es sagen, bin 1958 geboren. Und ich habe das Gefühl, es läuft hier genauso ab. Deswegen bin ich heute hier. Genau deswegen. Du hast es, okay. Dann hoffen wir, dass dein Gefühl richtig ist. Es könnte ja sein, dass die 1989 auch irgendwie, wie soll ich sagen, es gibt die Vermutung, dass es auch nicht ganz so vom Volk ausging, wie es gehofft wurde. Wie es auch immer, ich meine, wenn man dem Volk das Prozedere überlässt von der Regierungsseite, weil man merkt, es geht nicht mehr weiter und man sagt, okay, wir können es nicht sein, die das umkippen, sondern das Volk muss es selber machen, unblutig. Ich kann es mir auch vorstellen, dass sie gesagt haben, weil es ja unblutig war, dass sie gesagt haben, okay, wir knüppeln nicht zwischen. Es gab ja Gorbatschow, der dann gesagt hat, wir lassen die Panzer drin, holen die Panzer nicht raus. Das hätte ja ein Schuss nur gereicht in Leipzig oder weiß ich, in Berlin oder irgendwo. Ja. Dann wäre das Ding ja erledigt gewesen. Die standen mit den Gewehren das immer im Rathaus, habe ich gehört. Ja, die standen ja schon da. Die Leute sind ja an der runden Ecke, die Leipziger werden das kennen, ich habe das nur aus Berichten gesehen, an der runden Ecke vorbeigelaufen und die Stasi hat sich verbarrikadiert und hat nichts gesagt. Das ist ja historisch belegt alles. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass da von ganz oben der Befehl kam, nicht zu schießen, zu sagen, okay, lass das machen, weil die genau gewusst haben, es geht nicht mehr so weiter. Und so wird es hier genauso kommen. Jetzt sind wir hier in Heidelberg. Was denkst du, wie viele Leute sind wir hier? Also in Stuttgart, also hier die Zahl 50.000 kriegen wir jetzt nicht zusammen, aber in Stuttgart schon viel mehr. Wie letztes ich habe gerade gehört, in Stuttgart sollen 30.000 sein. 30.000. Und hier, ich schätze mal, ja, was sind hier? 300, 400 vielleicht. 500 könnten es schon sein. Nehmen wir die Gegendemonstranten auch dazu. Ja, es sind ja. Letztes Mal war ja quasi 1:1 Betreuung, Polizei und Demonstranten, habe ich so den Eindruck. Ich habe es auch gesehen, ja. aber ich massiv auftreten und da wird es schon wieder Verhaftung geben. Ich habe das vorige Woche gesehen, ich konnte es nicht glauben. Wo? Wo? In Berlin. Ja, ach so, ja, ja. In Berlin. Was denkst du, ist jetzt hier der Unterschied zwischen Berlin und hier in Heidelberg? Ja, Heidelberg ist Westen, ganz einfach. Berlin ist Osten. In Berlin, die Berliner kapieren, dass sie vor 89 stehen. Und der Heidelberger, der lebt im schönen Westen, der wähnt sich noch in Glückseligkeit von 1945 von den Amerikanern garantiert, ist mit Paketen beschmissen worden, jahrelang. Und er wähnt sich noch in der Glückseligkeit. Und das geht nicht mehr so. Die Leute haben einfach, die wissen einfach nicht, was es bedeutet, in der Unfreiheit zu leben. Das wissen die nicht. Ich mache es ihnen nicht zum Vorwurf. Ich lebe seit 35 Jahren hier und lebe glücklich hier. Es kommt aber noch. Es kommt langsam, aber es braucht ein bisschen mehr Zeit. Problem ist noch, dass in der DDR noch 90% wussten, dass sie verarscht werden. In der BRD verstehen es 90% immer noch mit. Ja, das ist gut ausgedrückt. Okay. Gut, dann schauen wir mal weiter. Ich danke dir. Vielen Dank, tschüss. Ja, die Veranstaltung wurde wohl aufgelöst oder ist beendet worden zumindest. Jetzt gehen die Leute nach Hause. Wo habe ich jetzt meine blöde... habe ich jetzt das Teil hier wieder... Dann muss ich wieder in die Versammlungsfläche hinein. Okay, dann schließe ich jetzt hier wirklich erstmal und mache jetzt hier noch Schluss, Abmoderation. Also dann danke ich erstmal für alle, die da waren und die es dann jetzt im Nachgang schauen. Es wurde gerade die Nationalhymne zum Abschluss gesungen. Ich weiß nicht, was noch. Jetzt bin ich wieder außerhalb der Fläche.
jetzt auf beendet, glaube ich. Bald bin ich jetzt ganz sicher, muss ich jetzt die Maske noch tragen, nicht? Ich bin rechtsunsicher. Gut, also danke, dass ihr da wart. Erstmal. Tschüss.